natürlich hochprofessionell, wie wir hier arbeiten, weißt du? Ja. Wir haben einfach, jetzt ist einfach, kann man gar nicht erklären, das muss man selbst sehen, jetzt einfach, seht ihr jetzt auch. Kochen mit Öl ist rum, wir plakatieren jetzt mit Öl. Ja. Ne? Immer hier professionell Plakate klebt, verstehst du? Willkommen bei der, die irgendwas mit Öl schaut. Yep. So, jetzt erklär mir das nochmal richtig. Also, ihr nehmt so Brettchen da, ne? Brettchen, Holz, dünn geschnitten. Man kann am Kopf nicht sehen, muss ich ihn zurück. Achso, das ist... Holz nehmen, ne? Aber ihr könnt auch Pappe nehmen oder sowas, ne? Das sollte einen Tick größer sein. Genau, sehr stabil, wie man sieht. Tja, aus Schneiderhand geschnitten. Mit zwei Händen. Immer schön festhalten, natürlich. Ne? Wie das die Finger abziehen. Sicherheitshinweise. Ne? Man nehme eine Unterlage, eine Anti-Rutsch-Unterlage von Manowar. Konzeptplakate. Sehr resistible, würde ich sagen. So, und dann kommt ein Kleister drauf, ne? Also Packung Kleister gekauft. 5 Liter Wasser in einer rein. Über Nacht ziehen lassen. Fertig ist es. Ja, Moment. Erst muss man mal einreihen. Also so rühren und dann das Zeug rein. Ne? Schon rühren, ist klar. Rühren, ne? Aber es kann jetzt so lange nicht dauern. Ja, 2 Minuten, dann eine halbe Stunde ziehen lassen, nochmal kräftig durchrühren. Und dann über Nacht einfach stehen lassen, weißt du? So. Man beachte die korrekte Position des Plakates. Auf der Trägerplatte verstreiche es mit ruhiger Hand von Ecke zu Ecke. Und schaut, dass natürlich keine Wände drin sind. Ne? Ja. So, guck, jetzt Achtung. So, und dann, also das macht man jetzt nicht nur mit einem. Ne? Habt ihr schon gesehen, wir haben schon mehrere Plakate gemacht. Mhm. Wir machen jetzt insgesamt 18 Stück. Ne? 18 Stück, die von den wunderbaren, ne? Wunderschönen Plakaten. So, jetzt guck doch mal genau, wie Sascha das macht. Beide Hände, leicht anspannen. Beide Hände, natürlich. Und dann in der Mitte leicht. Streckte Haltung, ja. Zentrieren. Genau. Ich kann runter, sagt das Sebi, so das mache ich. Und das wird, aber ja, das wird sehr gut. Das wird super schon. Guck mal, ich habe hier ein paralleles Land fast anhieb hingekriegt. Ganz toll gemacht. Hä? Alter. Das ist ja. Das ist ja toll. Ja. Ne? Stärke auch, das ist nur noch so. Glatt 12. Vielleicht ist es besser, wenn wir es einfach nur glatt streichen. Weißt du? Glatt, streichen. Glatt streichen. Schön. Weißt du? Obwohl, guck. Ja, ist doch genauso. Ja, guck mal. Es wälzt genauso. Egal. Weil uns hat jemand gesagt, wenn man das nochmal so drüber pappt, dann ne, mit dem Zeug, ne, das klebt dann doppelt so gut. Tja. So, Sascha nimmt es jetzt natürlich wieder zum Trocknen. Achso, natürlich. Das bleibt über Nacht stehen. Ich habe hier kurz nebenbei einen schönen Kleiderständer mir begutachtet, aber ich muss leider mich kümmern und Plakate wegnehmen. Ich glaube, das nächste Plakat ist am Machen, oder? Ja, ich meine, wir haben ja noch 2, 4, 6, 7, hey, mit dem sind es 8. Also wir sind schon über der Hälfte. Hey. Wisst ihr was? Ich spule einfach mal vor einem Schnelldurchlauf jetzt. So 10 Plakate, ne? Genau. Und dann sehen wir uns am Ende wieder. Genau. Das ist toll. Das ist ganz Tschüss. Toll.